Mein Fach ist die angewandte Informatik und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Informatik die Triebfeder, einer der Motoren hinter der Digitalisierung ist. Ohne Informatik keine Digitalisierung. Ich sehe allerdings diese Vorrangstellung, diese Machtposition auch sehr differenziert. Man muss auch bedenken, dass Informatik und Digitalisierung sehr stark zu einer Beschleunigung beitragen. Diese Beschleunigung bedeutet dann auch Stress. Sie bedeutet, dass, wenn man nicht vorsichtig umgeht, psychische Krankheiten zunehmen, wenn man zu viel mit dem Computer umgeht, sogar die Empathie, eine ganz wesentliche menschliche Eigenschaft, sich zurückbildet. Andererseits ist genauso unumstritten, dass die Digitalisierung eine große Arbeitserleichterung bedeuten kann. Wir können Computer dort einsetzen, wo der Einsatz von Menschen zu riskant wäre, zum Beispiel in verstrahlten Gebieten. Weiteres positives Merkmal ist die Früherkennung von Krankheiten, die Abnahme von Fließbandarbeit, aber auch solche Dinge wie das zur Verfügung stellen von Bildung über Grenzen hinweg. Ich glaube, das ist ein ganz tolles Asset. Wie jetzt die Vorzüge oder Nachteile zum Tragen kommen, hängt einerseits signifikant von der Gestaltung dieser Digitalisierungsprozesse ab, andererseits aber auch von uns Menschen, wie wir das Ganze nützen. Also ich würde sagen, es hängt von uns Menschen ab, wie wir dieses All-You-Can-Use-Buffet, wie wir uns daraus bedienen, was wir aus dem Ganzen machen. Zunächst steht da mal die Frage, die oft ethisch und wichtig ist: Was will ich überhaupt dem Computer übertragen? Das können einerseits einfache Dinge sein, wie das Formatieren eines Blocksatzes, andererseits aber auch so verantwortungsvolle und komplexe wie das Steuern eines Fahrzeuges. Wenn man sich mal entschlossen hat, welche Aufgaben man übertragen will, dann sehe ich Herausforderungen anhand von drei Kategorien. Zunächst einmal die Korrektheit der Funktionalität, also erfüllt das System die Anforderungen in korrekter Weise, hat es wenige Ausfälle, ist es zuverlässig. Die andere Seite ist auch die Sicherheit, sicher Schutz vor Datenklau, vor Datenmissbrauch, aber auch vor Ausfällen. Und in dritter Hinsicht, der Hinsicht, wo wir am meisten mit vielen verschiedenen Benutzern zusammenarbeiten wollen, ist die Benutzertauglichkeit, oft auch Benutzerfreundlichkeit, also die User Experience. Macht das System Sachen, die ich brauche, so, dass ich angenehm arbeiten kann? Ja, Ziel ist, dass der Computer uns Menschen dient und nicht vice versa. Die erste zentrale Frage ist: Was sind gute Benutzerschnittstellen? Wie erkenne ich also eine gute von einer schlechten Benutzerschnittstelle auseinander? Die zweite Frage ist: Wie kann man gute Benutzerschnittstellen gestalten? Welche Prozesse spielen hier eine Rolle? Das ist wichtig, dass das neben Informatikern auch die Anwender, Anwenderinnen kennen, um diese Prozesse entsprechend unterstützen zu können und auch motiviert zu sein, hier Inputs zu liefern, die ganz, ganz wichtig sind. Und die dritte zentrale Frage ist: Wie bewerte ich Benutzerschnittstellen, damit ich hier auch objektivierbare Kriterien habe? Und wenn etwas nicht ganz passt, kann ich dann den Erstellenden sagen: Hoppla, hier passt was nicht. Das müsst ihr besser machen, damit wir Benutzer, wir Anwender einfacher und leichter mit diesen Tools zurechtkommen.